Dieses Jahr war der Schaftrieb vom Wetter her optimal, wie kaum ein anderes Jahr. Es waren eher größere Schneemassen am Aufstieg vom Diesental zur Simmelauhütte und waren größere Schneefelder bis zur Martin-Busch-Hütte. Aber ansonsten war der Verlauf optimal gut, was vom Wetter begünstigt worden ist. In den letzten Jahren haben wir eine größere Menge von Schafen hier im Ötztal aufgetrieben. In den letzten 3-4 Jahren waren es immer über 2000 Schafe, die da aufgetrieben worden sind. Also momentan, diese Schaftriebe gehen ja nicht allein von Schnolztal, zuerst einmal vom Finchgau über Schnolztal noch ins Niedertal, also über das Similaun, über das Niedrioch, sondern die Schaftriebe gehen aber auch rufen, Berg, das heißt von hinten her aufs Hochjoch und von Hochjoch auch wieder hoch ins Ötztal. Und die treffen sie nirgends, die gehen beide Richtung Fendt, kämen alle ungefähr fast bis Fendt. Und danach geht es noch einen weiteren Schaftrieb. Das wird momentan zum Teil mit LKW durchgeführt aus verschiedenen Gründen. Nur retour müssen sie meistens mit gehen. Und zwar kämen die Schafe aus vielen, vielen Orten von Südtirol und die kämen über den Dimmel. Und die werden gehen auf die Weiden oberhalb von Obergurgl. Große Gurgleralm, Kippeleralm. Und da sind auch wieder einmal ungefähr 1500 bis 2000 entsprechend, je nachdem welches Jahr. Es müssen ein paar Voraussetzungen stimmen. Das heißt, man muss Sorge tragen, dass die Schafe, die über die Transhumanz mitmachen, die nicht aus den Stallungen abgeholt werden, sondern im Frühjahr schon weidegängig sind und schon Übung haben, nicht nur auf flache Weiden zu weiden, sondern auch in gebirgigem Gelände. Die sind von den Muskeln her nicht und von der Kondition viel gerüstet, um den Schaftrieb zu machen. Und das Gleiche gilt auch für den Treibern. Es ist wahrscheinlich jetzt durch die Wissenschaft bewiesen, dass diese speziellen Schaftriebe wie da seit ungefähr 6000 Jahren stattfinden, und zwar allem für Südtirol her ins Ötztal und wieder zurück. Also deswegen heißt es auch Transhumanz, weil sie über längere Strecken gehen. Und das hat sie seit der Zeit des Ötzi erhalten. Das ist ein ganz seltenes Merkmal in den ganzen Alpen. Am 13. September ist der offizielle Termin geplant, wo wir die Schafe wieder von den Weiden hier abholen und über Similaun bis nach Vernack zurücktreiben.